Im Juli 2019 habe ich entdeckt, dass ein Distelfinkenpaar sein Nest in den Holunder vor unserem Wohnzimmerfenster baut. Völlig fasziniert habe ich erst zugeschaut und dann angefangen zu fotografieren und zu filmen. Im Lauf der 5 Wochen ist eine ganze Menge Bildmaterial zusammengekommen und das, obwohl unser erster Urlaub seit Jahren gebucht war und ich zwischendurch 10 Tage verpasst habe. Hier kam offensichtlich noch ein ungebetener Gast. In der Zeitlupe kann man sehen, mit welcher Wucht unser kleiner Distelfink da aus dem Nest schießt, um diesen zu vertreiben. Distelfinken heißen auch Stieglitz. Der Name Stieglitz beschreibt den Ruf der Vögel. Distelfink heißen sie, weil sie gerne Samen aus Disteln, Kletten und anderen Korbblütern fressen. Männchen und Weibchen sehen gleich aus. Damit lässt sich nicht sagen, wer von beiden sich mehr um den Nachwuchs gekümmert hat. Je größer die Küken wurden, desto häufiger und länger habe ich sie allein im Nest gesehen. Die Eltern sind dann hauptsächlich zum Füttern gekommen und um das Nest zu säubern oder zu reparieren, das lässt sich nicht so richtig erkennen. Kennengelernt hat sich mein Stieglitzpärchen in unserem Vorgarten. Da habe ich die beiden nämlich schon am Löwenzahn beobachtet. Was sehr lustig aussieht, die kleinen Kerlchen mögen die Pusteblumensamen. Und wenn sie ganz oben am Stiel sitzen, biegt der sich durch und die Vögelchen versuchen flatternd das Gleichgewicht zu halten. Lustig ist auch die Frisur der Küken während der Punkphase. Wie es aussieht, kommen auch die in die Pubertät. Der weiße Flaum am Kopf ist vermutlich noch vom Flaumfederkleid, das in den ersten Wochen gegen das erste Federkleid gewechselt wird. Da fertig ausgebildete Federn nicht mehr wachsen, wechseln viele Vögel in der Wachstumsphase nochmals ihr Federkleid.
Ich bin sehr beeindruckt, wie viel Vogel in so ein kleines Nest passt, ohne rauszufallen. Manchmal habe ich die Luft angehalten, da war es dann wirklich knapp. Aber kein Küken ist rausgefallen. Alle drei haben es geschafft. Die Distelfink-Eltern waren in dieser Hinsicht deutlich optimistischer als ich. Wenn das Nest sauber gemacht werden musste, wurden die Kleinen geschoben und geschubst, dass mir ganz bange wurde.
Mit meiner Vermutung, dass die Kleinen das Nest verlassen, noch bevor sie richtig fliegen können und bevor sie die Zeichnung des erwachsenen Vogels haben, hatte ich recht. In den letzten Tagen habe ich gefilmt wie verrückt, immer in der Ahnung, dass das die letzte Chance sein könnte. Nachdem die Kleinen das Nest verlassen hatten, habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich hätte vermutet, dass sie noch eine Weile in der Nähe des Nestes im Holunder bleiben, aber das war nicht der Fall. Ich hoffe, euch hat mein Film gefallen. Mehr zu mir und den Tieren am Hof findet ihr auf meinem Blog unter ponyglück.blog.